Und damit herzlich willkommen zurück an Silvester zu Heel Fuck die News AD. Und ja, wir bleiben in der Bundesliga. Nächste Nachricht. Ich weiß, YouTube bringt das eh durcheinander in die Reihenfolge, aber ich sag's trotzdem so, wie ich es aufgenommen habe. Nächste Nachricht: Nach dem Ellen zu Dortmund-Gerücht ist nun Werder Bremens Junuzovic könnte im Winter Werder verlassen. Er war so der, in der Hinrunde neben Di Santo der auffälligste Bremer und ja gut, am Ende noch die beiden Jungs, Selke und Lorenzon. Aber Junuzovic war schon einer der konstantesten. Und wie gesagt, er könnte im Winter jetzt wechseln. Er sucht halt jetzt die nächste Herausforderung, will sagen, in Bremen ist ihm das mit dem Abstiegskampf nicht ganz so geheuer. Und den News zufolge gibt es bei einem anderen Bundesligisten einen Verein, der durchaus Interesse hätte, Junuzovic zu holen. Und zwar reden wir über Borussia Mönchengladbach. Die sind nämlich auf der Suche nach langfristigem Ersatz für Christoph Kramer, der ja am Saisonende dann zu Bayer Leverkusen zurückkehrt. Und deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, schon im Winter zu handeln, damit der Junge ein bisschen Eingewöhnungszeit hat. Wobei Eingewöhnungszeit, der kennt die Bundesliga, Gladbach ist jetzt nicht so viel anders. Aber trotzdem, vielleicht kann man ja im Winter da handeln. Und gut, mal gucken, was da passiert. Die Borussen könnten natürlich auch erst im Sommer handeln, wenn dann Kramer weg ist, damit da auch keine Konkurrenzsituation entsteht, wie der Max Eberl das auch zuletzt schon betont hatte. Das will er eigentlich nicht, aber man könnte doch sich einig werden, denn Werder ja, kann nur noch diesen Winter Geld einnehmen. Junuzovic' Vertrag läuft aus und er hat schon bekundet, nicht unbedingt jetzt den Vertrag verlängern zu wollen, sondern wie gesagt eine neue Herausforderung suchen zu wollen. Meine Frage an euch: Wohin würde Junuzovic am besten passen? Oder sagt ihr, in Bremen ist er absolut auf seinem Level, das ist okay? Oder sagt ihr, Gladbach, Lucien Favre, der macht aus dem sicherlich noch mehr, als er jetzt schon ist? Ich fände sicherlich einen guten Transfer und das würde vielleicht endlich mal sehen, was Junuzovic wirklich kann, weil ich denke schon, der kann noch ein bisschen mehr, als er gerade in Bremen zeigt. Das zeigt er auch immer in der österreichischen Nationalmannschaft, wo er einer der Stützen war und ist. Und ja, wie gesagt, ich würde den Transfer für gut heißen, am besten im Winter. Ist auch immer am besten, wenn er da so ein kleines bisschen Eingewöhnungszeit hat. Und der Kader von Gladbach, der braucht eigentlich ein bisschen mehr Breite. In diesem Sinne, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr, was könnten die so an Ablösen bringen? Also ich glaube 1,5 Millionen. Beim Marktwert von 5 Millionen auslaufender Vertrag, 1,5 Millionen könnten die sich glücklich schätzen. Die Bremer, die ja ohnehin nicht im Geld schwimmen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da mit mir diskutiert. Findet ihr Junuzovic überbewertet oder nicht? Kann er sich durchsetzen bei Gladbach oder ist er dort nur Edelreservist? Ich freue mich und wir hören uns in der nächsten News. Falls ihr keine weiteren News mehr guckt oder das hier als letztes kommt, einen guten Rutsch ins neue Jahr, Jungs. Wir sehen uns dann im neuen Jahr. Bis dann. Ciao, ciao.